Jo, seid gegrüßt. Ja, aus dem hohen Norden, würde ich mal so sagen. Und bei Sims 3. Und ich habe mich dazu entschlossen, die Familie wieder zu vergrößern, um einen weiteren Menschen. Nehmen wir Kleinkind? Kind? Was meint ihr? Kleinkind ist aber problematisch, da müssen wir mal ein Zuhause haben, ne? Aber macht auch ein bisschen Spaß, soll ich sagen. Ich glaube, letztes Mal haben wir gleich direkt Kind genommen. Ich denke, wir fangen mit Kleinkind an. Genau. Nehmen wir ein Kleinkind. So, männlich oder weiblich? Wir nehmen noch einen Jungen. Zwei Jungs verstehen sich besser. So. Das ist ein Name, drum. So, das wäre jetzt gut, schön in einem Livestream. Dann könnte man so einfach die Community befragen. Aber es würde bei mir ziemlich sinnfrei sein, weil der Channel wäre leer wahrscheinlich. Was haben wir denn da? Welcher Name wird mir jetzt gut gefallen? Timo haben wir schon benutzt. Den haben wir auch. Der hier. Also. Einen sehr geschätzten Menschen von mir. Geschätzter Mensch. Ein sehr geschätzter Mensch. So. Ja. Aus meiner Lehre. Der hieß so und der hat leider Kontakt abgebrochen. Er hat alle Brücken abgebrochen in jeder Richtung. Keine Ahnung warum. Aber war ein netter Mensch. Also, ich finde das schade. Den konnte man viel machen. Hat mir auch viel geholfen. Und die Sichtweise des Lebens deutlich verbessert eigentlich. Auf ganz andere Weise. Also, ja. Ne, das ist im Prinzip zum Teil schuld, dass ich so bin, wie ich bin jetzt. Also, ja. Also, ich war, glaube ich, damals ein bisschen mehr Arsch als jetzt. So. Ja, er hat Schuld. Deswegen widmen wir dieses Kind seinen Namen. So. Mit dem Gedenken halt an ihn. So, dann müssen wir hier mal Musik aufhören zu spielen. Habe ich jetzt die Wege genommen? Da hat er ja Kleinkind genommen. So. Da stellt er das ab. Fox nor Bumpsy du, Dib. Okay. Oh, wie klingt das denn? Ah, dann holt er das so raus. Achso, alles klar. Wie sieht er denn aus? Was haben wir denn da? Okay, wo immer klingelt das wie blöd? Bei wem denn? Achso, das hat sich erledigt. Ah, Kuma. So, wir werden den Kleinen natürlich erstmal mal ausstatten. Okay. So, mal sehen. Da fangen wir an hiermit. Auf den Plan. So. Der Krabbel muss noch gehen lernen. Okay, das bringen wir ihn bei. Wir haben ja nur zwei. Einen Jugendlichen und dem halt den erwachsenen Timmermann. So, okay, wie sieht er denn aus? Ja, das, ich hoffe, dass es 5 kommt und dass es noch viel realistischer aussieht. Nicht so extrem comichaft. Bitte nicht. Einfach realistischer. So. Okay, dann wollen wir sagen, Robert mal einkleiden. Alltagskleidung. Mal gucken, was wir da haben für den Kleinen. Ne? Achso. Der Wespe. Muss ich mal gucken. Das steht ja leider nicht, das ist das Problem. Ja, wir haben ja schon viel hier. Das ist auch schön. Da brauchen wir ja andere Teile. So, wir machen jetzt mal noch drei. Was ist das denn? Heftig. So, bessere Sachen, die wir sind hier. So. Achso, wir machen jetzt vorne. Mal gucken, was wir hier machen. So. Was haben wir hier? Ziemlich viel. Finde ich schon ein Silberstecken. Oh, das finde ich, das ist noch nicht. Das passt nicht. So. Dann haben wir hier. Style hier vielleicht. Das ist ja eher für die Nachtklappen, ne? Wir haben jetzt Alltagskleidung. Das ist, glaube ich, auch nicht so toll. Nö. Was haben wir? Ja, super. Wir haben Zeit. Aber wir haben auch hier vorgefällte Outfits hier, ne? Kann ich auch mal reingucken. Ich muss erstmal da.
vielleicht auch nicht schlecht. Was haben wir denn da? Hier, rot. Ich mag ja rot. Was man nicht hinstellen kann. Man kann nicht hinstellen, ne? Nee, das ist nicht Bitte rück hier wieder raus. Ja, ja. Raus hier. So. So, dann haben wir die hier noch. Das haben wir eher so für Winterkleidung. Ne? Schauen wir uns das mal an. Das sieht ganz gut aus hier. Das fällt mir schon ein bisschen. Das ist auch ziemlich winterorientiert. Ich glaube, ich bin vor Winter. Achso, das sind hier. Ach ja, Overalls. Overalls, ja. Eher so, ne? Huch. Hm. Was haben wir noch? So. Braun. So. Ja, auch niedlich. So. Die Kinderstätten machen meistens das. Ja, hätten wir gedacht, wir würden die Chance nicht rausschmeißen. Auswurfkappe sozusagen. Oder hier so ein super. Ah, das hier ist scheiße. Ja, ja, ja. Ja. Dann warten wir mal raus. Das ist ein Lätzchen, was da vorne ist. Ich versuche es gerade zu irgendwie was, oder? Was ist das denn da schon, ne? Und hier ist ein Lett-Outfit. Ich hab mir was für Halloween. Aber hier. Aber hier, Winter. Oder wieder Schrampler. Schrampler, ne? Der Schrampler. So. Das ist ein Stein, das ist nicht mehr drin, das ist aber Standard, den haben wir nicht. Den ist ja gestartet, ne? Was dann? Das ist ja tatsächlich ein Wisches. Aber hier trotzdem schon noch ein Wisches. Das ist ja irgendwie. Ich weiß nicht, was ich da nehme. Okay. Ah, wir nehmen die blaue Variante natürlich. Ich meine, das ist nicht schlecht. Und was ist das? Die Sachen wiederholen sie eigentlich nur. Die sehen dann ziemlich ähnlich aus. Langweilig. Nö, was nehme ich denn da mal? Wir haben verschiedene Outfits. Wir sollten auf jeden Fall noch eine Art Sommer-Outfit nehmen. Das ist ja auch ein guter Sommer-Outfit. Aber es sieht doof aus. Mal schauen. Ja, wir sollen noch das hier nehmen, glaube ich. Oder? So, was ist da los? Was haben wir hier eigentlich? So. Ja, wir haben mal dann diese Dinger hier. Hier, das sieht auf jeden Fall gut. Ja. Hier auch so ein schlecht. Blaue. Ja. Das ist zu bunt. Sommer-Outfit.
Schuhe? Ja, Schuhe kann man lassen. Ja, und dann Outfit dazu für kalte Tage. Dann trage ich auf diese Overall zurück. Oder ich auf diese Winterdinge. Meine auch nicht schlecht. Dann war noch viel, was das angeht. Der war es nicht. Oder? Doch, der gefiel mir ganz gut. Das ist gar nicht schlecht. So ein Strampler. Aber. Wenn ich den. Hier, was man weiß. Blau. Okay. Nee, der ist nicht hier. Ja, diese Folge wird dann sich noch rein nur um Outfit dieses kleinen Mannes beschäftigen. Hier sind die Autos. Schlecht. Ja. Okay, hier noch eins. Nee, drei Stück miteinander, ne? Ja, wunderbar. Das haben wir. Und dann machen wir jetzt. Da haben wir es fertig. Ja, dann haben wir es fertig. Nicht die Auswahl mehr. Ja.
Qual der Qual? Qual der Wahl? Dann haben wir gleich einfach zur Weihnachtszeit bereit. Okay, sehen wir mal so. Alles, dann haben wir alles, ne? Das war schon, da ist nicht viel zu machen bei den Kleinen. Und jetzt die Frisur. Können wir die Frisur noch ändern? Und dann war es das auch mit dieser Folge und dann gucken, was wir hier machen mit diesem Haushalt. Als nächstes so Aussehen ändern. Das machen wir uns mal die Augen. Nehmen wir eine Textur, die ein bisschen realistischer wirkt. Und ja, dann muss man den Gen beibringen dringend. Gehen kann. Kann man Umflug machen. So. Ja, guck mich an. Dann guck mal. Oh, die Augen sind schon gar nicht ganz schlecht. So. Hier sind die Augen, ne? Oder? Die Augen ändern. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich ein Kinderbett, glaube ich. Der kann nicht da drin schlafen, ne? Nein, der kann nicht da drin schlafen. Wir müssen das Kinderbett ändern. Okay, das machen wir doch mal eben. Dann werden wir das hier verbürgern. Nein, wir drehen das an. Wir stellen es woanders hin. Wir wollen ja noch ein Gästebett da behalten. Das ist richtig, wenn wir es haben. So, stellen wir dann mal hier so. Kommt der denn dann noch raus? Ich glaube, das sind vielleicht auch solche Probleme nicht, ne? Oder? Machen wir mal nicht raus. Packen wir es endlich oder wo parken? Packen wir es mal da. Weil dann werden wir das hier, tuk, 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 da rüber stellen, so. Und so, und dann stellen wir das Bett dahin, so. Und dann kaufen wir noch ein Bett dazu. Also wir rausgehen. So. Ach, ich kann das hier wieder an. Jo, das darf er nicht. Das YouTube, hier, sag, geh mal, scheiße. So. Jetzt darf ich noch ein Betten. Betten brauchen wir. Dann brauchen wir ein Kinderbett. Schildturm. Hey, cool, das sieht gut aus. Gibt es einen besseren Preis hier? 75. Das hat was hoch. Sollen wir was unterstellen noch? Aber da kann ich ein Teil kleine nicht hin, ne? Wir brauchen ein Kleinkinderbett hier. Single. Einzelbett haben wir noch ein Kinderbett brauchen. Kinderbett, Kinderbett. Etagenbett, Rücken am Rücken. Mann. Papier gemacht, Mann. Ein Kinderbett, Pokémon-Bett. Ja, das ist schon mal süß, Pokémon.
die Frage, für welche Kinder ist das geeignet? 2000 hatte ich nicht ganz recht. Kids. Ah, das ist süß. Ich bin jetzt auch so. So, jetzt zu meinem Balkon, ne? Hör, das schwebt. Kann das sein? Das schwebt. Das ist süß. Ich muss hier wahrscheinlich hier in das Kinderzimmer gucken. Und da, ja, genau. Betten, Höhlenbetten, so. So, und das müsste da. Da. Und jetzt los. Das Kinderzimmer jetzt genommen, ne? So kriege ich hier keine Kinderbetten vernünftig. Kinderbetten haben, aber ich kriege hier nicht so wirklich Kinderbetten angeboten. Das sieht auch fast egal aus. Das hat Robert gefallen. Geht das? Mal ausprobieren, was überhaupt funktioniert. Ne. Der kann da drin nicht schlafen. Also wieder weg. Also pass auf, wir machen das auch weg. Erstmal. Und geht verbrannt, ne? Wir müssen auch das Kleinkindbett haben. Dann ist alles nix. Besser gefallen, aber wir nehmen das jetzt. So. Zack. Nee. So. Alles klar, machen wir so erstmal. Ja. Passt so, ne? So müsste es gehen. Alles klar. Spielkiste, haben wir eine Spielkiste gehabt? So. Okay, machen wir es. Okay, das war's dann. Und so. So, wie sieht das schaut aus? Energie, so, das ist Bett. Da muss ich ihn. Hoppala. Ah, Mann. Und ins Bett legen, so. Leg mal Robert ins Bett. Robert ins Bett legen, bitte. Und dann weiter kochen. Nochmal? Ich lerne mal. Kulak! Oh nein! Nein, ich war. Ich kann löschen. Oh ja. So richtig stark. Kurma! Ich bin mal dran. Ich kann mal lang mit dem Feuer. Tja, du bist zu spät. Ersetzen. Das macht er noch mal essen. Okay. Hat Hunger. Alles klar. Gut, das war's aber auch noch mit Folge. Habt ihr eine kleine Action-Einlage? Wir haben hier das Feuer gelöscht und ja, Robert schläft da schon. Ne? Ja. Da schläft der kleine Robert. Ohne Decke. Ja. Ah, ne. Ich komme mit der Störung nicht mehr klar. Überhaupt nicht. Oder schläft der Simon? Okay, und der Jan, der ist am Essen. Okay. Alles klar. Gut, dann würde ich sagen, breche ich an dieser Stelle ab und mache jetzt Pause. Und ja, habt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Euer Jockel. Ciao.
Ja, das Essen scheint lecker zu sein.